Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Space Quest 3, die Piraten von Pestilon. Und wir haben den Arnoid besiegt und seinen Unsichtbarkeitsgürtel geschnappt. Schaue Gurt. Kann ich das gucken? Vielleicht kann ich einfach auch hier im Inventar Tarngürtel. Tarngürtel des Terminators. Und dieser Tarngürtel, der hat leider nicht mehr so viel Energie. Aber wir können ihn bestimmt einmal brauchen. Und ich zeige euch jetzt noch schnell die Möglichkeit, auch noch Arnoid zu zerstören. Aber ich glaube, das gibt uns weniger Punkte. Das ist nur so, dass wir das Ganze komplett haben. Müssen wir nochmal zurück zu dieser Figur. In der Welt der Wunder. Hier in diese Sanddüne hinein. Vielleicht kann ich eigentlich nochmal schneller gehen lassen. Genau. Somit müssen wir nicht so lange warten. So, gehen wir hier entlang. Nochmal zum Wesen. Und ich habe das früher, als ich das Game damals wirklich als Teenager gespielt habe, habe ich immer nur diesen zweiten Weg gekannt. Schaue Schild. Ah. Look. Okay. Look. Am Himmel ziehen Sturmwolken auf und die Wüste wird von Norden her immer finsterer. Du stehst am Fuß eines riesigen Metallmonsters. Look. Sein. Hier sind zwei Schilder. Okay. Ist ja egal. Hier gibt es einen Elevator, einen Lift. Push-Button. Können wir hochfahren. Und ihr werdet auch gerade sehen, was ich gemacht habe. Hier oben. Hier muss ich auch aufpassen, dass ich nicht doch runterfalle oder zerquetscht werde oder was auch immer. Das ist so die Mechanik. Look around. Du befindest dich im hohlen Morgbauch. Ein Aufzugsschacht führt nach unten und zwischen der Plattform im Erdgeschoss und der ersten Stock sind Stufen. Im Obergeschoss ist die robuste Bewegungsautomatik des Morgs zu sehen. Okay, heißt anscheinend Push. Wie heißt das überhaupt? Also eigentlich könnte ich hier diesen Teil hier kann ich stoßen, wenn Arnoid direkt vor diesen Geräten hier ist. Und dann zerkrümmelst ihm und wir können Gurt hier unten mitnehmen. Muss ich ja jetzt nicht mehr machen, denn wir haben einen anderen Weg gewählt. So. Push-Button. Okay. In Ordnung. So, das ist nur komplettes halber, um euch zu zeigen, wie wir den Arnold auch besiegen können. So, aber jetzt haben wir immerhin die Thermounterwäsche, den Gürtel von ihm bekommen. Und jetzt können wir wieder beruhigt und locker und leicht auf diesem Planeten herumspazieren. Wursch, und schon bin ich wieder runtergefallen. So. Und wenn wir zu fest nach Norden... Oi! Da ist dieser blöde Skorpion. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Das ist natürlich auch so ein Skorpion. Der versteckt sich hier irgendwo. Und der tötet uns natürlich auch. So. Aber hier scheint alles in Ordnung zu sein. Und wir hauen ab. So. Look, Computer. Und jetzt können wir mit unserer Thermounterwäsche die Triebwerke natürlich zuerst an. Start. Jetzt sind wir schon im Weltall. So. Das Navi. Ah, wir haben ja jetzt Geld. Und jetzt können wir zum Monolith Burger gehen. Ganz genau. Das machen wir jetzt. Denn da können wir einiges machen. Fleabot ist passé.
Und das ist auch schon Kurs festlegen. Kursberechnung im Gange, Kurs festgelegt. Und schon geht's los. Und denn wir haben jetzt ordentlich Hunger bekommen. Und mit Lichtgeschwindigkeit geht's zum Monolith Burger. Zack. So, das kennen wir alles schon bereits. Wir müssen... Ah, ich glaube, hier landet er von selber. Ganz genau. Der liebe Monolith McDonald Burger. Docken schön an. Jo, das kennen wir alle schon. So. Und jetzt haben wir erstmal Hunger. Und gehen zu diesem netten Herrn hier. Oh, und er scheint auch Angestellter der Woche zu sein. Okay. Look at Menu. Hier können wir auch gerade mal auswählen. Ich glaube, ich kann hier einfach klicken auf die Zahl. Ganz genau. Danke. Und ein Monolith und ein... Ich nehme einfach ein wenig von allem. Denn ich weiß nicht mehr genau, was ich alles bestellen muss. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Okay, okay, okay. Okay, ich kann da... Möchten Sie dazu vielleicht noch raufritten? Ja oder ja? Schau mich schon ganz grimmig an da. Ja? Darf es dazu noch ein blödsichtig Kuchen sein? Ja? Die Richtung macht, wird sich das doch heute... Pay. Jo, und wir haben ihn bezahlt und der Nette, wirklich sehr Nette, und wir verstehen auch, warum er so gut abschneidet. Jo, okay. Voller Ungeduld nimmst du die fetttriefende Tüte an dich. Du kannst es kaum erwarten, dich hinzusetzen und dir das Essen hineinzustopfen. So, wir haben das Essen und hier ist noch ein freier Platz. Können wir uns hier hinsetzen und eat und drink. Das scheint wirklich... Oh, hat ganz Durst. Das scheint sehr... Fuiuiui, hat er Durst. Das muss sehr fettend, fettig und salzig sein. Jetzt ist er noch ein wenig... Sapperlott! Was ist denn das in meinem Hamburger? Oh, ein Überraschungspreis. Sieht wie ein Dekodierungsring aus. Das war riesig gut. Naja, vielleicht mittelprächtig gut. Oder vielleicht auch gar nicht besonders gut. Wenn ich es mir so recht bedenke, erinnert dich der Geschmack eher an einen vorlernischen Schleimwurm. Warum er das kennt, weiß ich nicht. Hat er vielleicht schon mal irgendwo in einem Feinschmecker-Restaurant probiert, weiß ich nicht. Okay. Jo, das haben wir mal alles und wir können ja mal gucken, wie das Ganze im Inventar aussieht. Wir haben hier einen... Monolithischen. Mit diesem Ring kannst du jeden Code knacken. Also schön fast jeden Code. Und jo, hier gibt's noch ein Videospielautomaten und wir gucken uns doch mal Look at Arcade. Look at Game. Ja, genau. Das ist Astro Chicken und hier mache ich mal ein wenig langsamer. Das Astrohuhn muss auf der Astrohuhn-Laderampe landen. Okay, bla 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 bla. Ich speichere hier mal. Oh, geht jetzt leider nicht. Okay. Das ist ein ziemlich mühsames Spiel. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde das vielleicht dann auch cutten, damit ihr nicht seht, wie lange was ich brauche, um das Game zu gewinnen. Denn ihr werdet sehen, warum ich es gewinnen möchte. Okay. Werfen wir einen Zasteroiden ein. Ich mach das langsamer hier. So. Oh.
Uff. Ah! Ihr seid Sadisten! Ah, Gott! Ja, okay. Wir haben das Game geschafft. Und hier kommt dieser komische Geheimcode. Lautet er da so. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt da was eingeben muss. Kann ich da was machen? Use Decode. Keine Ahnung. Ob ich da noch irgendwas hatte machen müssen. Jo. Ich werde das auch übersetzen für euch alle, was die Botschaft lautet. Und ja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass die Programmierer dieses Spiels festgehalten werden auf einem kleinen Mond in der Umlaufbahn eines anderen Planeten und dass wir sie natürlich retten wollen. Jo, wir haben genug gegessen, denke ich mal. Und wir können auch hier als kleiner Witz hier mal versuchen reinzugehen. Raus aus meiner Luftschleuse, du Depp! Crash, okay. Der ist nicht so freundlich mit uns. Wir können also sein Schiff nicht schnappen. Ich mach mal hier Spiel speichern. Ich will das euch natürlich nicht vorenthalten. Was ist passiert, wenn wir so schlau sind, wie der liebe Wilco immer ziemlich schlau ist, wenn wir jetzt nochmal versuchen reinzugehen? Hui! Hier eine, die sich gewaschen hat. Hui, tödliche Raumfahrer in Schwarz. Ein Schlag mit einem Pulslaser ist auch nicht gerade das Gesündeste. Glücklicherweise wurde nichts Wichtiges getroffen. Wir haben nur ein Riesenloch im Kopf. Okay, das passiert, wenn wir versuchen, ein anderes Raumschiff zu kappen. Okay, das machen wir jetzt natürlich nicht mehr und versuchen das auch noch ein wenig schneller einzustellen hier. Kann ich nicht noch schneller? So, gehen wir natürlich wieder zurück. Und können wir nicht noch schneller laufen? Genau, das ist doch sehr lustig hier wieder schnell zu laufen. Und wir gehen zurück in unser liebes Raumschiffchen. Go to ship. Exit. Ups. Hatte Mansions Kinder, das große Rülps-Kombo war für deinen Verdauungstrakt doch ein wenig zu viel. Du fühlst dich etwas besser, wenn nur der erneute Hunger nicht wäre. Aber die Vorstellung, hier etwas zu essen, ist dir im Moment nicht sympathisch. Jo, scheiße. Hast du alles wieder rausgekotzt? Also, Exit. Und wir sind wieder zurück. So. Und natürlich, look, Computer. Starten unsere Triebwerke. Und wir werden uns das mit dem Navigationssystem zu schaffen machen. Und jetzt ist ja nur noch ein Planet übrig im Moment, den wir besuchen können. Das ist Ortega. Und wir haben unsere Thermounterwäsche. Also können wir den Kurs festlegen. Und diesen Planeten besuchen. Okay, natürlich reisen wir mit Lichtgeschwindigkeit. Und werden uns bei diesem schönen Planeten ein wenig genauer umsehen.
der Flug geht ein wenig länger dieses Mal. Das ist alles rein Zufall, wie das funktioniert hier. So, komm. Komm endlich an. Zwar doch nicht so weit auf dem Navi. Ja, wir haben's. Die Maschine drosselt es und wir müssen gucken, dass wir nicht vorbeifliegen. Und Landung. Und da ist es schon, dieser heiße Planet hier. Jo, das haben wir auch schon bei einem anderen gelesen. Okay, und ich speichere mal mein Spiel und ich denke, wir haben noch genug erlebt in diesem Video. Und ich sage euch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Busterflex spielt Space Quest 3, die Piraten von Pestilion. Viel Spaß und guten Abend!